Alles, ihr könnt den Vordermann auch auf den Rücken hauen. Alles, was nicht heißt, muss klatschen. Hep, 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 hey. Glaub, ich habe ihn mal mit eigenen Augen gesehen. Ich habe ihn gesehen. Den schönsten Ort auf der Welt, wenn der Vollmond die Nacht erhält. Wenn du ein Zimmer dort machst, yes, dann wirst du mich verstehen. Wirst du mich verstehen? Wenn du es hier spürst und lebst, und das jetzt ist alles, was zählt. Glaub mir, ich habe ihn gemacht, mit deinen Augen gesehen. Ich hab ihn gesehen. Der schönste Ort auf der Welt, wenn der Vollmond die Nacht erhält. Wenn du ein selber dort warst, erst dann wirst du mich verstehen. Wirst du mich verstehen? Wenn du es sie spürst und lebst, und das jetzt ist alles, was zählt. Dankeschön. Dankeschön. Viele sagen, von hier und von dort, von manch verschlagenem finsteren Ort, von Helden, die Drachen erschlagen allein. Von Schwertern, die fahren in festes Gestein. Ich geb ja sonst nichts auf solch Schwafelei, doch einmal da hörte ich von einem Weib, die schönste von allen, von jedem Geschlecht. Und wer sie befreit, der bekommt sie zurecht. Seit 100 Jahren in einem Gemach, seitdem sie damals an der Spindel sich stach. Dies Missgeschick sollte ohne Folgen nicht sein. Und so schlief für 100 Jahre sie ein. Was? Ein Kuss kostet's nur, was für ein Gewinn. Die Sache war klar, da musste ich hin. Kein langes Umwerben, Romantik und Wein. Viel einfacher. Nur die Lippen gespitzt und schon wär sie mein. Geschwind wie der Wind, so trug mich mein Pferd. Ich kam in einen Sturz und galt durch die Piste verkehrt. Eine Hecke aus Dornen, so hoch und so dicht. Och nö. Und da hingen schon welche, die schafften es nicht. Am liebsten wär ich gleich abgehauen, da traute ich kaum, meinen Augen zu trauen. Zwar war ich ein Säufer, doch das dachte ich nicht. Ich hauchte sie an und die Hecke sie wich. Die Hecke geschafft, stand ich vorn am Mauer und oben auf lag eine Wanze auf Lauer. Ich rief, Rapunzel, lass fallen dein Haar. Da merkte ich, dass ich im falschen Märchen war. Da war mir sehr unangenehm. Zurück zur Geschichte, ich kletterte rauf und oben da riss ich ein Fensterchen auf. Ich schaute hinein und ich freute mich schon. Nur ein Kuss und dafür eine Prinzessin als Lohn. Der Blick fiel ins Zimmer, machte offenbar, was 100 Jahre verborgen war. Ob's die Mühe wert war, fragt ihr euch bestimmt. Naja, ich mach es ganz kurz, ich wünschte, ich wär blind. Der Duft wie ein Schlag, das Bild wie ein Fluch. Das war wohl der Haken am Hilfegesuch. Schneid dir nicht die Nägel und bade dich nicht für 100 Jahre. Wer rettet dich dann? Also ich sicher nicht. Also stieg ich hinab, trat noch schnell auf die Wanze, verließ die Prinzessin ganz ohne Romanze. Und die Moral, hört her, ihr Leute, wenn sie nicht gestorben ist, dann gammelt sie noch euch. Dankeschön.
Galizé, 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 Galizé.